Hey Kameramagier, heute habe ich für dich ein kostenloses Free Callout Title Pack für dich unten in der Beschreibung mit drei kleinen Titelchen, die du gerne nutzen kannst. Lass uns mal reingucken, wie man die installiert. Also, nachdem du dir das ZIP-File runtergeladen hast, bekommst du hier eine Datei, sowohl mit Titles für DaVinci Resolve 16 als auch DaVinci Resolve 17. So, und das heißt, du kopierst dir quasi hier diese Title-Makros, die kopierst du dir einfach mit STRG C. Dann gehst du hier in DaVinci Resolve in Fusion, öffnest dann hier oben deine Effekt-Library und kannst dann hier unter Title-Templates und jetzt ganz wichtig auf Effekte gehen und hier auf Show Folder klicken und da kopierst du die rein. So, und das nächste Mal, wenn du DaVinci Resolve 17 oder 16 aufmachst, dann findest du sie in deiner Effect Library. Okay, damit du sie auch wirklich benutzen kannst, machst du Folgendes. Du gehst in die Effect Library und suchst dir unter Effects ein Adjustment Clip raus. Dann gehst du in dein Media Pool und ziehst diesen Adjustment Clip hier herein. So, wie du siehst, habe ich das hier schon mehrmals gemacht. Dann löschst du den Adjustment Clip in der Timeline und ziehst den aus dem Media Pool hier rein. Was das macht, er resettet einfach damit die Startframe-Anzahl auf 0, damit der Effekt auch richtig funktioniert, weil ansonsten siehst du den Effekt nicht. Okay, wenn du dann deinen Adjustment Clip draufgezogen hast, möchtest du in die Effect Library gehen und unter Effects den Callout Title Effekt finden, den du haben willst. Ich nehme jetzt hier den Text Responsive Callout und ziehe den mir einfach als Effekt hier drauf. Jetzt kann ich hier oben unter Effects gehen und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, den Text einzustellen, so wie ich ihn haben will. So, und wenn du bemerkst, dass gerade bei dem Text Responsive Callout hier irgendwie der Block stehen bleibt, dann setzt du einfach ein oder zwei Leerzeichen vorne ran. Manchmal ist es ein bisschen komisch mit dem Auto-Sizing. In den Controls kannst du dann natürlich auch noch den Endpunkt verschieben, also da, wo er anknüpfen soll. Und das Coole bei dem Text-Responsive Callout, der springt auch automatisch auf die andere Seite, sobald er diesen Knickpunkt hier passiert. Okay, aber lass uns doch mal gucken, wie du das Ganze tracken kannst. Auf geht's! Hier oben bei Effects kannst du damit in Fusion gehen. Und wenn du damit in Fusion gehst, dann hast du die Möglichkeit, das Ganze zu tracken. Und wenn du hier die Gruppe aufmachst, dann findest du hier immer so einen orangenen Balken, wo auch der Tracker drin ist. Wenn du dir den auf 1 gedrückt anzeigen lässt, kannst du dir hier jetzt den Dragpunkt bestimmen, wo du das Ganze tracken möchtest. Und dann möchtest du an den Anfang deiner Komposition gehen und dann hier einfach auf Track Forward klicken. Dann rödelt er kurz durch und schreibt jetzt quasi einen Pfad mit Track-Daten. Nachdem wir das gemacht haben, können wir das hier ganz einfach schließen. Wieder auf das Makro klicken, in den Controls, an den Startpunkt mit Rechtsklick drauf, Connect to Tracker Path 1 Position. Und schon bleibt dieser Trackpunkt immer an den Trackpunkt, den wir bereits hatten. Wenn du ihn jetzt allerdings noch ein bisschen verschieben möchtest, dann kannst du natürlich hier oben in die Modifiers gehen und die Bewegung des Trackpunkts noch ein bisschen an die Stelle schieben, wo du es auch wirklich haben willst. Was noch wichtig zu wissen ist, der Callout-Title, der stretcht sich mit über die gesamte Länge von deinem Adjustment Clip. Das heißt, falls du den Callout Title länger haben willst, kannst du ihn einfach länger ziehen und die Animation verlängert sich dementsprechend mit. Aber Vorsicht, wenn du es getrackt hast, musst du natürlich auch die gesamte Länge tracken. Okay, das war's soweit dafür. Falls du was Schönes damit machst, tag mich mal darin und schreib mir, ob es dir hilft und was du für Presets vielleicht in Zukunft für DaVinci Resolve dir wünschen würdest. Bis dahin, schönen Tag, Kameramagier. Ciao.